ich bin Gnome und das hier ist der aktuelle Gnome 3 Desktop auf einer OpenSUSE 13.2 Installation. Alle Desktops, die ich zeige, das können wir nochmal kurz dazu sagen, das wird alles unter OpenSUSE stattfinden, ob es jetzt auf der Länge bei 13.2 bleibt oder das eine andere ist, scheißegal. Alles, was ihr seht, ist das Grundsetup eines in diesem Falle Gnome 3s, ohne dass ich da jetzt großartig was dran gemacht habe. Also es ist alles praktisch Default. Kann nämlich durchaus sein, dass wenn ihr eine andere Distribution verwendet und euch Gnome 3 installiert, dann sind ein oder andere Sachen schon vorkonfiguriert oder halt anders, als wie ihr das hier seht. Aber ganz so ausführlich werden wir das eh nicht machen. Es geht ja erstmal nur darum, dass ihr das mal gesehen habt und euch daran freut, was es so alles gibt. Erstmal ein bisschen Geschichte zu Gnome. 1997 wurde das Ganze mal hingefunden. Das war dann die Idee, hey, wir brauchen eine kostenlose grafische Oberfläche, denn zu der Zeit waren grafische Oberflächen unter Linux eher nicht so am Start. Es gab da zwar KDE, das war aber kommerziell, also kostenpflichtig. Dieses ganze Qt-Zeugs, das hat damals Asche gekostet und deswegen haben sich findige Leute gedacht, wir erfinden einfach was Neues, nennen das Gnome und fangen an, das zu entwickeln. 1999 kam dann Gnome 1 raus, das war schon gar nicht schlecht. Und im Laufe der Zeit hat sich das halt zu dem entwickelt, was es jetzt ist. Richtig, ich sage jetzt mal, im Mainstream bekannt geworden ist Gnome ja durch Ubuntu. Alle, die Ubuntu mal ausprobiert haben, die werden wissen, auch noch die älteren Versionen, es ist immer Gnome gewesen, bis sie dann ihre eigene Oberfläche auf den Markt geschmissen haben und damit auch einige Leute ein bisschen verärgert haben. Aber anderes Thema. Gnome 3 ist wesentlich anders als die älteren Versionen Gnome 1 und 2. Da werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Dazu gucken wir uns noch den Mate Desktop ab. Das ist so eine Abwandlung von dem klassischen Gnome Desktop. Denn Gnome 3 ist eine Rundum-Überholung des ganzen Desktops. Die Bedienung ist ein anderes Konzept als so die klassischen grafischen Oberflächen, die man kennt. Es gibt hier nicht so dieses Startmenü oder sonst irgendwelche Sachen. Es gibt hier, im Grunde ist das jetzt der ganze Desktop, den man hat. Ich habe hier oben meine Zeit und hier habe ich ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Abmelden, Bildschirm sperren, lauter leiser machen und kann hier zum Beispiel in die Einstellungen gehen. Wenn man sich damit mal befasst, wird man schnell feststellen, verdammt nochmal, so viel kann man hier gar nicht einstellen und das ist von Gnome so gewollt. Denn Gnome heißt im Grunde nichts anderes als gut nutzbar ohne mehr Einstellungen. Das musste ich mir extra aufschreiben. Nochmal danke an die Jungs von Olase. Den hat sich einer von denen ausgedacht. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Chris auf jeden Fall ein Snickers von mir. Wie gesagt, ist Gnome verfolgt so die Philosophie Keep it small and simple. Unter Gnome 2 konnte man noch wesentlich mehr damit einstellen. Unter Gnome 3 ist das so ziemlich vorbei. Man bleibt hier so hängen. Diese Leiste hier oben, die wird immer da oben bleiben. Man kann das auch mit Erweiterungen noch machen, aber fangen wir erstmal an mit der Menüführung. Wenn ich jetzt ein Programm starten möchte, dann kann ich entweder mit der Maus hier oben auf Aktivitäten drücken. Dann taucht dieses Bild auf. Im Moment ist noch der Firefox auf. Der zeigt mir also alle minimierten bzw. alle geöffneten Programme auf dieser Arbeitsfläche hier dann immer in diesem Raster an. Und diese Ansicht kann ich mir auch holen, wenn ich mit der Maus nach oben links in die Ecke stupse. So, zeige ich mir das auch an. Oder ich drücke auf die Super-Taste. Für alle, die nicht wissen, was ich damit meine, das ist die Windows-Taste. Wenn man da drauf drückt, kommt man auch in diese Ansicht. Das ist im Grunde eine super praktische Sache und es lässt sich auch richtig fluffig damit arbeiten, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dass immer ein Finger auf der Windows-Taste liegt. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Und hier auf der linken Seite habe ich meine favorisierten Programme. Die kann ich jetzt hier entweder mit einem Klick öffnen, zum Beispiel. Dann taucht es hier auf und jetzt taucht er auch hier in dieser Übersicht auf. Ich kann mir auch ein Programm schnappen, zum Beispiel den Dateimanager und kann ihn mir hier auf eine andere Arbeitsfläche ziehen und dann ist das Ding immer noch auf dieser Arbeitsfläche, aber jetzt schnappe ich mir den hier und versuche es nochmal, bitte dahin. Oh, so, jetzt klappt das und jetzt kann ich hier zwischen Arbeitsflächen hin und her schalten. Das ist ein bisschen, also ich finde das ein bisschen umständlich, aber man wird da früher oder später drauf zugreifen müssen, denn wenn man mal mit vielen Fenstern
oder mit Programmen arbeiten muss, wo man einen Dateimanager braucht, das Programm und dann vielleicht noch irgendwas. Mir fällt da immer Videoschnitt ein oder Bildbearbeitung oder Audiobearbeitung. Dann ist das unheimlich stressig, wenn man immer von einem Fenster zum nächsten wechseln muss und dann immer dieses Geschwabbel hat. Da wäre es wirklich einfacher, wenn man einfach hier so eine Fensterleiste hätte und sich da durchklicken könnte oder Alt-Tabulator. Das geht natürlich auch, klarer Fall. Aber ansonsten, das kann wirklich stressig sein. Aber ansonsten, wie gesagt, lässt sich das mit der Windows-Taste super regeln eigentlich. Das läuft, wie gesagt, ziemlich gut. Und wenn man sich da einmal an dieses Konzept gewöhnt hat und sich damit auch ein bisschen angefreundet hat, dann ist das auch wirklich eine tolle Sache. Ich kann hier natürlich auch Programme suchen, die ich installiert habe. Ich kann zum Beispiel hier mal nach einem Terminal suchen, dann sagt ihr mir alles, was ich im Terminal habe. Oder ich kann das Ganze auch erreichen, wenn ich hier in meinen Favoriten ganz unten auf dieses Raster drücke, dann zeigt er mir alle Anwendungen. Das ist ein bisschen wie beim Handy. Da kann man hier auch so Gruppen anlegen. Jastenmodule sind hier schon gruppiert, verschiedenes. Da kann man sich dann halt selber austoben. Im Grunde ist das ja wie aufgebaut wie ein Handy. Also man hat manchmal den Eindruck, das Ganze ist mal für Touchscreens entwickelt worden, aber das lässt sich auch so super bedienen. Es gibt unter OpenSUSE ist ein Modul vorinstalliert, das sind die erweiterten Einstellungen, denn hier in diesen Einstellungen kann man nicht ganz so viel reißen, aber es gibt die erweiterten Einstellungen, das heißt hier Optimierungswerkzeug, so heißt das nämlich. Und hier kann ich jetzt ein bisschen tiefer in das System eingreifen. Ich kann hier verschiedene Optionen machen. Ich werde jetzt nicht alle erklären. Man kann hier halt ein bisschen was rumstellen. Wo liegt das Hintergrundbild? Will ich Symbole auf der Arbeitsfläche haben? So, wunderschön, toll. Eingabezeugs und Erscheinungsbild. Da kann man sich dann Dings... Ich sag schnell Icons installieren, Mauszeiger ändern und so weiter und so fort. Und das Wichtigste, das ist... einer der wichtigsten Punkte, den man braucht, gerade als Umsteiger, sind die Erweiterungen. Mit den Erweiterungen kann ich nämlich das System insoweit beeinflussen, dass ich es mir so bedienbar mache, wie ich das gerne hätte. Zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht erhalte aus irgendeinem Chat oder irgendein Programm hat irgendwas zu meckern, dann taucht hier unten immer, wenn man hier die Maus nach unten fährt, kommt so dieses Task-Gedöns, dann taucht hier auf jeden Fall die Nachricht auf, was gerade gewesen ist. Die verschwindet aber sofort wieder und wenn ich dann gerade nicht hingeschaut habe, dann weiß ich nicht, was da gewesen ist. Dafür gibt es dann hier den Message Notifier und wenn ich den anmache, das kann man jetzt nicht sehen, jetzt müsste ich eine Nachricht kriegen, dann fängt hier oben rechts das Zeugs an zu blinken. Das heißt, ich weiß immer, oh, da ist was gewesen. Das Blöde daran ist nur, ich weiß nicht was. Dann muss ich alle meine Programme durchgehen, bis ich herausgefunden habe, was sich da gemeldet hat und was los ist. Und ich kann auch hier zum Beispiel das Wetter habe ich installiert, dann taucht hier oben jetzt das Wetter auf. Wunderbar, es gibt auch noch mehr Erweiterungen, dann kann ich mir hier Menüs noch machen, Fenstermenüs, also im Grunde dann mir so eine klassische Oberfläche aufbauen durch die Erweiterung. Wenn man hier drauf klickt, dann landet man im Browser und landet bei den GNOME Extensions. Das sind relativ viele, da kann man sich richtig schön dran austoben. Und da kann man hier mal gucken, was man sich so alles installieren kann. Das Ganze muss man sich nicht runterladen oder sonst irgendwas. Man nimmt sich einfach irgendein, ich nehme mal, Taskbar. So, und dann geht man einfach, hier oben links ist der Knopf. Off steht da jetzt, wenn ich da drauf drücke, macht er es on. Dann fragt er mich, willst du das installieren? Und schon habe ich den hier drin, Taskbar. Jetzt habe ich wieder Einstellungen für irgendwas. Ich weiß auch nicht mal, was ich mir gerade installiert habe. Oh, da oben doch. Da habe ich jetzt zum Beispiel meine offenen Fenster. Wunderbar. Und ein Desktop. Das ist toll. Das macht das Ganze für mich zumindest schon wesentlich bedienbarer als vorher. Das ist jetzt praktisch eine Fensterleiste mit Symbolen. Wunderschön. So viel also erstmal zum Bedienkonzept von GNOME. Ich möchte jetzt aber erstmal wieder... So, das sieht dann viel aufgeräumter aus. So, wer GNOME 3 benutzen möchte, der braucht einen, ich sag erstmal, Mittelklasse-PC. Das Ganze braucht eine 3D-fähige Grafikkarte. Und dann kann man damit schon sehr viel Spaß haben. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, auf dieses Konzept. Aber ansonsten ist das eine solide Sache. Es macht Spaß, damit zu arbeiten. Und die ersten Tage ist man...
doch ziemlich beeindruckt davon, wie fluffig und cremig das alles läuft und wie schick das aussieht. Das muss man denen wirklich lassen. Es ist wirklich wunderhübsch. Es läuft richtig zackig und schnell. Lässt sich relativ intuitiv bedienen. Wie gesagt, auf das Bedienkonzept muss man sich eben einlassen. Und die Erweiterungen machen das Ganze dann auch wirklich zu einer ziemlich runden Sache. Das Problem, was Gnome 3 hat, wofür das auch zumindest im Anfangsstadium ganz hart kritisiert wurde, war, man kann fast nichts einstellen. Man kann sich das nicht so hinfinden, wie man das unbedingt will, sondern ist dann immer halt daran gebunden, wie Gnome sich das gedacht hat. Und wie gesagt, wenn viel los ist auf dem Bildschirm, dann ist das wirklich nervig mit den Fenstern. Ich versuche das hier mal irgendwie zu demonstrieren. Ich ziehe mir einfach mal jede Menge Zeug hier drauf. Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass ist irgendwann absolute nicht so schön. Wenn man jetzt hier in einem Programm arbeitet und möchte in ein Fenster, was man jetzt gerade nicht sieht, dann muss man hier, oh Gott, welches war das denn? Und oh nee, das war das Falsche. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, dann gebt dem ruhig mal eine Chance. Das kann man sich ruhig mal antun. Und das wäre es eigentlich schon zu Gnome 3. Wenn ich irgendwas vergessen habe, sagt mir bitte Bescheid. Und in diesem Sinne, tschüss.